Wenn ihr ein High-Protein-Dessert sucht, dann werdet ihr diesen Snack lieben. Schokohummus mit natürlichen Zutaten, unglaublich lecker. Basis für die Schoko-Version sind wie für normalen Hummus gekochte Kichererbsen. Für die Süße gebe ich Medjool-Datteln dazu. Dann kommt Kakaopulver dazu. Ungezuckerter Backkakao verwende ich hier. Dann nehme ich ungesüßtes Schokoproteinpulver. Etwas Pflanzenmilch kommt dazu. Das Sesammus vom normalen Hummus ersetze ich durch Mandelmus. Optionaler, wir könnten noch ein bisschen Vanillezucker oder ich habe hier Tonkabohnenzucker dazugeben. Da gebe ich jetzt einfach noch so einen Esslöffel dazu. Und auch wenn es ein süßer Hummus ist, darf Salz nicht fehlen. Darum gebe ich noch eine kleine Menge dazu. Jetzt wird alles cremig zerkleinert. Das ist jetzt eher eine dicke Paste. Ihr könnt dann auch belieben noch mehr Pflanzenmilch dazugeben. Ich mache jetzt wie bei normalen Hummus den Eiswürfeltrick. Das macht den Hummus extra cremig und zerkleinere das Ganze nochmal. Schön cremig, perfekt. Jetzt muss ich den Hummus nur noch schön anrichten. Auch gern für den Crunch ein paar Kakaonips darauf. Das Beste an Rezepten ist natürlich das Probieren. Ich freue mich darauf. Mmh.